Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Dirk und seinem Stereo Trader. Heute mal ganz ungewohnt, 15.15 Uhr. Viele haben sich das ja gewünscht, dass wir mal nachmittags hier zusammen ein Webinar machen. Und somit sind wir hier zusammengekommen zum Live-Trading zur US-Börseneröffnung. Ich freue mich, dass ja, wir wieder diese Veranstaltung mit Dirk zusammen machen, dass ihr sie hier live dabei seid und sind. Ich bleibe aber heute mal bei du. Wer das nicht möchte, dann gerne aber beim Chat rechts haben Sie die Möglichkeit entsprechend oder haben Sie die Möglichkeit, mir was zu schreiben. Das ist ein respektvolles Du, aber wie gesagt, wer das nicht möchte, dann werde ich das natürlich respektieren. Alright, so, dann schalte ich hier mal um. So, kurze technische Herausforderungen mussten wir hier gerade noch meistern. Ich hoffe, wir haben das hinbekommen und auf YouTube sind wir jetzt dann auch zu sehen. Auf GoToWebinar hatten wir irgendwie doppelten Ton, dann gar keinen, aber hier sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Zumindest hoffe ich das doch. Ihr könnt auch hier bitte gerne kurz ein Feedback geben, würde mich freuen, zu sehen, dass alles funktioniert. Jetzt kann der Mann schon ausschlafen und dann sowas. Ja, ne? Klar, ne? Irgendwas muss ja dann trotzdem. Nein, wir haben hier so ein bisschen technisch heute ein bisschen was anders als sonst. Nicht nur von der Uhrzeit ist es anders, auch unser Setup ist so ein bisschen anders. Woran das liegt, das werden wir dann gleich sehen. Ja, Ton ist etwas hallig, das könnte sein. Das liegt nämlich daran, dass ich heute nicht alleine bin. Ne? Ich habe es ja halt auch schon irgendwie schon angekündigt. Und jetzt müsste hier eigentlich ein Trommelwirbel kommen. Dann würden wir sehen, tada, da ist nämlich der Nelson mit dabei. Und ich freue mich sehr, also wir heute zur Premiere quasi, ne, weil wir hatten ja vorher immer Live-Trading am Morgen und jetzt eben am Nachmittag. Und als Opener haben wir uns gedacht, setzen wir uns doch einfach hier zusammen und machen das gemeinsam. Also ihr dürft den Nelson sehr gerne auch begrüßen, beziehungsweise er euch. Macht er mit Sicherheit auch nochmal gerne und hat jetzt erstmal das Wort. Und ich beweise euch jetzt, dass wir tatsächlich hier im gleichen Raum sitzen. Ja, dann an der Stelle nochmal Hallo an alle. Ich hoffe, dass man mich jetzt einigermaßen besser hört. Ich bin tatsächlich hier neben Dirk. So sieht's aus. Wir haben also unser Versprechen jetzt eingehalten, oder vielmehr ich. Von daher möchte ich mich nochmal bedanken, für die ganzen Likes. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn heute auch der so viele Likes bekommt. Und wenn ich hier mal so ein bisschen runtergucke und zur Seite, dann ist das entsprechend hier, weil ich meinen Laptop hier vor mir habe und rechts mein Handy, damit ich auch die Kommentare auf YouTube sehen kann. Und ja, alles weitere kommt noch. Ich bin sowieso schon ein bisschen kamerascheu, von daher eine kleine Überwindung, der Dirk darf mich kaputt sehen. Aber ich hoffe, dass das auch für euch okay ist. Und nichtsdestotrotz, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Es geht heute um Live-Trading und die Märkte. Von daher können wir jetzt noch sehen. Das müssen wir eigentlich ausnutzen, wenn er sagt, ich bin so kamerascheu. Ne? So, ich muss ihn eigentlich hier noch ein bisschen dazwischen nehmen. Ich meine, der Nelson, ich meine, guckt euch den mal an, der sieht so gut aus, ja. Und ich muss da halt immer irgendwie mit Licht zaubern, damit ich überhaupt menschenähnlich bin. Er setzt sich einfach dahin, irgendwie schlecht beleuchtet in der Ecke und sieht einfach gut aus. Und er sagt dann von sich, er ist kamerascheu. Das ist halt schon ein bisschen gemein, ne? Aber okay, so ist es halt. Nein, ich freue mich, dass wir das heute hier zusammen machen und vor allen Dingen, ich hoffe, dass das halt jetzt technisch alles funktioniert, wir nicht allzu viel Hall haben, weil wir sitzen halt im gleichen Raum mit irgendwie zwei verschiedenen Mikros und so weiter. Jetzt ohne auf die Technik einzugehen, es könnte tatsächlich sein, dass wir so, da so ein bisschen Übersprechung haben und dass das halt so ein bisschen, Wird ja nicht das letzte Mal sein und ja. nächstes Mal machen wir es entsprechend besser. Aber vielleicht ganz kurz, bevor du anfängst, kann man bei GoToWebinar entsprechend ziemlich auch hören. Das wäre natürlich super. Sollte der Fall sein, wenn man dich hören kann, aber dann haben wir dann auch soweit alles geklärt. Ja, ich lese hier die Kommentare mit. Der Nelson kann sich doch sehen lassen, siehst du, hier bei YouTube kommt da direkt das passende Feedback. Ich finde es voll gut. Machen wir, So, legen wir los. ja, machen wir, ne? Also, wir haben ja ein bisschen Puffer, wir sind ja noch irgendwie 8 Minuten, haben wir noch bis zur Markteröffnung. Das heißt, ich kann jetzt hier noch gleich auch drauf eingehen, auf das, was ich da halt eben gestern sorry, ich muss immer grinsen, wenn ich hier über die Kommentare drüber gucke, was ich gestern halt im Trading Guide heute Nacht
besser gesagt, gesagt habe. Und jetzt haben wir natürlich leider genau das, wo ich schon meinte, das wird wahrscheinlich gar nicht mal so einfach, die ganze Nummer hier, ne, bei wegen Ausbruch aus der Range, die ihr hier gerade macht, ob man die so einfach handeln kann. Da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel dran. Ne? Und das könnte jetzt eben dazu führen, dass ich halt entweder hier blöd reinkomme oder gar nicht reinkomme. Aber das ist ja, deswegen machen wir das ja halt auch, ne? Damit es ja halt eben nicht langweilig wird, sondern dann halt eben ja auch so ein bisschen halt spannend, oder was heißt spannend, ja dann auch dahingehend, dass man ja auch irgendwie sieht, so irgendwie, das ist hier keine Show, wo immer nur irgendwie alles super läuft. Und ganz im Gegenteil, ich kämpfe ja mit den gleichen Problemen dann am Ende und muss versuchen, mich da halt irgendwie auf den Markt einzustellen. Und wie das dann halt gelingt oder gelingen kann, das werden wir halt sehen. Wo wir den da eingefangen kriegen. Interessant ist natürlich auch, und das sieht man, wenn wir jetzt hier rüber aufs Bild gehen, dass halt die beiden Märkte, nämlich DAX und DAU, hier schon wieder komplett auseinander laufen. Der Nelson ist übrigens die ganze Zeit dabei, der wird auch immer wieder mal was sagen. Man kann ihn halt hier nur bei dem Bild nicht sehen. Aber ich hoffe, dass wir hier so ein bisschen Austausch dann auch bekommen, weil vielleicht kann der Nelson noch was dazu sagen zu den News, die dann gleich kommen um 15:45 Uhr und inwiefern die zu deuten, zu werten sind. Und da können wir das gerne so ein bisschen dann hier im Wechsel machen. Also, wir haben halt hier, also was ich halt meinte, ist, ne, die laufen schon wieder komplett gegeneinander. Der DAX hat sich tatsächlich hier an der Stelle, wo eigentlich vorher gar kein Volumen war, irgendwo abgestützt und dann halt wieder scheinbar sich nach oben das Volumen eingesammelt und läuft jetzt eigentlich schon ein Stück weit höher, als ich ihn eigentlich haben wollte. Und der DAU drückt schon wieder nach unten. Also, das heißt, die Korrelation geht gerade schon wieder auseinander. Und ohne die jetzt hier zu zeigen, ich habe das ja im Trading Guide ein paar Mal gemacht und das Hemd wirft Falten. Danke, Christian. Schon ein paar Mal gemacht, die Korrelation zu zeigen. Also hier nur ganz kurz. Hier sieht man es nochmal, ne? Die sollte eigentlich mal zusammen. Hier unten ist der DAU in Blau und oben der DAX in Rot. Und jetzt drückt die schon wieder irgendwie, laufen die Märkte schon wieder komplett gegeneinander. Ne? Das ist schon irgendwie alles so ein bisschen spooky, wie ich finde, so ein bisschen befremdlich, weil eigentlich ist das halt nicht normal, dass die halt so so krass entgegengesetzt laufen. Und aber okay, damit müssen wir halt auch irgendwie klarkommen. Heißt aber auf der anderen Seite halt auch, das ist eine Geschichte, die natürlich jetzt hier im Trading so nicht gut reinpasst. Also, was habe ich gesagt, um da jetzt mal drauf einzugehen? Mal gucken, ob meine Taschenlampe geht. Wow, die geht, das ist schon mal gut. Ich habe halt gesagt, wir haben halt hier eine Range, ne, die habe ich hier eingekreist bei der 39.084 und bei der 38.864. Ne? Warum dort die Range ist, liegt eben, habe ich auch begründet, nämlich an der markttechnischen Struktur, die wir halt hier haben, wo eigentlich ursprünglich ein Short-Trend da gewesen ist, der sich jetzt dann versucht hat, in Long-Trend zu verwandeln. Da fehlte aber ein neues Hoch. Also haben wir halt hier einfach nur ganz klar die Möglichkeit, dass wir aus der, oder beziehungsweise eigentlich nur den Ansatz, dass wir in irgendeiner Form aus der Range da halt raus müssen. So, und da habe ich ja gestern schon gemeint, typisch für eine Range wäre eigentlich erstmal unten irgendwie anklopfen oder auf der falschen Seite anklopfen, um dann auf der richtigen Seite rauszulaufen. Das ist natürlich echt eine massive Strecke hier, ne? Und von daher habe ich auch darauf hingewiesen, dass es höchstwahrscheinlich, und da kann ich mich jetzt natürlich täuschen, das wird uns der Markt jetzt zeigen, nicht so einfach sein wird nach dem Motto, ey, wir laufen hier unten hin oder fallen einen Punkt da unten drunter. Und bricht dann nach unten aus. Gut, hätte jetzt gereicht für irgendwie 20 Punkte. Das heißt aber nicht, dass der hier weiterfällt. Und deswegen habe ich auch hier diese Pfeile eingezeichnet, also nur mal als exemplarisch. Wie ich sagte, wenn der hier unten rausfällt, dann würde ich halt, glaube ich, eher warten, bis der hier oben hin nochmal zurückläuft. Und dann habe ich noch scherzeshalber gemeint, wenn ich Pech habe, ist das genau beim Live-Trading der Fall. Und jetzt ist es dann auch so. Ja, und das ist so jetzt die Nummer, mit der ich hier mich jetzt irgendeiner Form auseinandersetzen muss und mal gucken, wie ich jetzt damit umgehe. Ne? Also, ihr schreibt ja hier auch schon, ne? Der DAU hat irgendwie noch Potenzial halt nach unten. Ja, hat er, ne? Aber er hat halt eben auch das Potenzial, sich da unten abzudrücken und dann doch wieder raufzulaufen. Ne? Weil das halt eben, weil der erste Ausbruch ist halt recht oft der falsche. Das heißt, mein Ansatz wäre jetzt der, zumal wir auch hier im H1, ist es auf diesem eigentlichen Support-Bereich aufsitzen, wo ich ja zu gestern schon gemeint habe, der kann da ruhig mal irgendwie ganz kurz unten drunter sogar. Und aber sauber wäre natürlich, wenn er drüber bleibt. So, und jetzt haben wir halt hier irgendwie beides. Ist also gestern ist er also hier drüber geblieben, über diesem Hoch, ne, also aufsteigende Hochs gemacht. Und jetzt klopft er genau da unten an. Ne? So, und das heißt, wenn jetzt hier die Liquidität ausgeht, dann geht das Ding dann auch wieder rauf. Die Frage ist dann nur halt, bis wohin. Oder aber, das hier ist ernst gemeint, es gibt nur einen kleinen Rücklauf und wir laufen sofort da unten raus und dann halt direkt auf eine Etage tiefer. Also ich finde es halt super schwierig hier vom Ansatz her,
hier jetzt irgendwie die richtige Entscheidung zu treffen, wo ich dann auch fast ein Fan wäre, zu sagen, okay, ich muss mir erstmal die ersten paar Minuten angucken, bevor man da halt irgendwo einen Trade irgendwie aufmacht. Weil das könnte nämlich echt sein, dass hier nur so ein kleiner Dip wieder runtergeht und dann halt dieses Low dann halt beachtet wird, also irgendwo bei der 806 und der Markt dann halt doch wieder raufzieht. Ne? Und gerade halt eben auch, weil der DAX halt schon wieder nach oben drückt, ne? Und die Korrelation gerade schon wieder komplett auseinanderläuft. Nicht, dass der DAX dass der Dow dem DAX folgen muss, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern eben, weil die halt beide so krass auseinanderlaufen. Und die werden und müssen in irgendeiner Form früher oder später halt auch wieder zusammenfinden. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem bei der ganzen Nummer. Wie seht ihr das? Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, sei es bei GoToWebinar oder eben bei YouTube. So, ich gucke mal hier auch mal gerade drüber in GoToWebinar für die Kommentare. 840 mal Long Klein. Ja, okay. Ja, das ist natürlich klar. Das ist genau das, genau der Punkt hier, ne? Also da, wo die grüne Zone dann eben auch ist, ne? Wo halt eben der Support zu suchen wäre, den er auch hier schon gesucht hat, wo man sieht ja halt auch, er geht so ein bisschen dagegen, ne? Also gegen diesen Ausbruch, weil wir stehen hier unterm Tagestief von gestern. Das hier ist das Tagestief, das ich jetzt hier auch mal manuell eingezeichnet habe. Und das ist nicht klar, dass das jetzt irgendwie halt da unten wirklich halt drunter purzelt, ne? Gucken wir uns das mal an. Also Eröffnung ist jetzt irgendwie in einer Minute etwa. Ich habe auch hier mal die Time and Sales auch mal dazu gepackt, um vielleicht da auch mal zu sehen. Das habe ich mir letzte Zeit auch ein bisschen öfter angeguckt. So doof ist das eigentlich hier gar nicht gemacht im MetaTrader. Und man sieht halt zumindest dann halt so ein bisschen, wenn es in irgendeine Richtung drückt oder wenn halt aufgelöst wird, man sieht das Verhältnis eigentlich hier visuell so ganz okay, ja, finde ich. Und von daher, wenn wir da jetzt halt irgendwie sehen, dass da halt einer nur nach oben drückt, als Beispiel, kann man da halt vielleicht auch erstmal reinspringen und dann halt mal gucken, ob man das Ding halt nicht noch, doch noch mal rückabgewickelt bekommen. Ne? So, ein paar Sekunden sind es noch, also 1840 Long. Hier unten bei Grün, hier ist der H1 noch im Hintergrund. Ich mache den mal so ein kleines bisschen größer, damit man da wenigstens was erkennen kann und hoffe, ich bin da nicht im Bild. Ich glaube aber fast, das ist so. Ich schiebe den mal ein bisschen hoch hier, so müsste es besser sein. Ne? Also hier sieht man es halt auch, dass es halt eben das Live-Chart-Add-on, was da reinkommt. So, das heißt hier ein paar Sekunden, mal gucken. Die erste Bewegung mal ganz kurz abwarten. Nicht sofort irgendwas unternehmen. Also ist keine Empfehlung, kann jeder machen, wie er will. Ne? Ich rede halt hier laut auch mit mir selbst. Es ist also auf jeden Fall schon recht deutlich, dass wir da unten halt Widerstand haben. So, und wo geht der Markt hin? Da, wo Volumen ist. Ne? Das heißt, das ist hier mal ein kleines Cluster. Wobei das jetzt natürlich das vorbörsliche Volumen. Ich würde halt eher mal gucken, ob wir die Extension hier im M15 ausgereizt kriegen und dann halt bis da oben hinlaufen, also an die maximale Ausdehnung in die Gegenrichtung. Bei der 906, ne? Das wäre dann halt eben der Bereich hier. Aber ja, ganz schönes Gezerre da unten auf jeden Fall. Ich würde halt mal versuchen, dort dagegen zu kommen, falls wir da jetzt überhaupt hinkommen. Ne? Aber ich habe es ja auch gesagt, ne? Das ist nicht einfach da unten. Also da muss man schon, wie man sieht, schnell sein, ne? Weil auf der einen Seite, klar, sind wir halt eben unter dem Vortagestief. Das ist erstmal halt nicht wirklich long. Dann haben wir halt hier im Kassa auch jetzt ein recht großes Down-Gap, ein recht großes Abwärts-Gap, das natürlich auch nicht unbedingt bullisch zu werten ist. Aber auf der anderen Seite stehen wir hier unten möglicherweise nur in Übertreibung von dem Support, ne? So dass der halt durchaus nochmal nach oben ziehen könnte. So, vielleicht überlege ich hier auch viel zu lange und sollte einfach mal da mitgehen in irgendeiner Form. Aber das ist noch ein ziemliches Gezerre hier gerade, wie ich finde, ne? Also hier unten ist der Point of Control jetzt eben auch, wobei ich den erst ab 14 Uhr aktiviert habe. Das heißt, da ist jetzt Overnight nicht dabei. So, hier gibt es gerade so ein bisschen Verbindungsstress. Das hatte ich aber in letzter Zeit irgendwie öfters. Das kann auch mit meinem Server zusammenhängen. Ich hoffe nicht, na, das ist das immer wieder. Und so, mal gucken, wie das jetzt da unten reagiert. Also das hier war mir, ne, man sieht ja hier im M5 sind wir halt auch genau in dieser Extension da oben gelandet. Das war mir aber ehrlich gesagt eine Nummer zu heiß, ne, da halt direkt dagegen zu gehen. So ein paar Punkte höher hätte ich den eigentlich schon gerne gehabt. Ich glaube, hier kann man irgendwie, also wenn man schnell ist, kann man hier quasi alles jetzt irgendwo machen, ne? Und aber man muss halt einfach echt schnell sein, ne? Der Markt hat jetzt gerade mal irgendwie 2,5 Minuten auf und irgendwie knallt es hier gefühlt gerade in alle Richtungen.
Sondern unten habe ich ja gemeint, ne, eventuell wird halt hier nochmal der Punkt ausgereizt. Also hier bei der 800 bzw. 790. Das wird man sich da mal genauer angucken müssen. Also der Bereich hier dann halt etwa 790. Wobei, ja, der drückt schon, ne? Aber halt hat aber auch eben Käufer hier wieder. Ne? Sieht man, hier wird gerade irgendwie alles blau, jede Menge Kaufvolumen. Gucken, wie wir da reinkommen in die Kiste hier. Und weil halt auch einfach immer noch nicht klar ist, ne, fallen wir jetzt da unten durch, also aus dieser Range tatsächlich raus oder kämpft er sich nicht doch nochmal zurück? Für meine Begriffe, ne, ich meine, deswegen liegt ja auch die Short da ein Stück weit höher. Für meine Begriffe reicht das da oben nicht. Ne, als selbst wenn der jetzt unten rauskippen will, mit dem bisschen Rücklauf da oben hin, den habe ich vorhin auch im Auge gehabt, ehrlich gesagt. Ihr habt den aber gar nicht so, also ne, einfach deswegen, weil wir halt hier natürlich den Support hatten und dann jetzt hier im M5 gesehen, da eine klassische Wirkungsumkehr natürlich haben. Aber nochmal, mir war die eine Nummer zu knapp. Ne? Kann ein Fehler gewesen sein. Aber so ist das, ne? Wenn man aus der Range irgendwie raus will, wird es halt nicht einfach. Das ist halt irgendwie ganz normal. Und natürlich wäre halt auch ziemlich lustig in Anführungszeichen, wenn wir jetzt da unten irgendwie ein kleines neues Low machen und dann halt wieder 200 Punkte aufwärts laufen. Ne? Die Chance ist halt einfach da, weil Range ist Range. Und wenn da unten halt die Liquidität ausgehen sollte, und dann geht es halt auch wieder in die andere Richtung. Momentan ist sie aber da. Also der Druck nach unten ist schon da, aber lässt halt auch so ein bisschen nach. Ne? Sieht man ja halt auch hier eigentlich mit bloßem Auge, ohne da jetzt irgendwie zu sehr darauf zu gucken, was da halt gedreht wird. Ne? So, es ist so ein bisschen Verhalten hier unten. Warum habe ich jetzt hier so einen Rad? Ich hoffe, Windows kommt ja nicht mit irgendeinem Update jetzt gleich um die Ecke. So, mal gucken. Hier vielleicht mal dagegen halten. Also da unten ist die blaue Zone. Im H1. Kann natürlich jetzt sein, dass ich den jetzt auch nicht kriege, weil er zu knapp ist. Aber erstmal haben wir hier einen Impuls nach unten. Lass mal den mal halt kurz machen. Deswegen würde ich halt auch hier nicht zu früh reingehen. Bin mal gespannt, was das hier wird. Die Nummer hier. Da gut rauskommen. Aber da werden halt wahrscheinlich dann auch um 15:45 die News wohl schon noch irgendwie eine Rolle in irgendeiner Form spielen. Also hier unten kommen wir jetzt halt auch, ne, weshalb ich mich jetzt da auch todesmutig dagegen stelle, weil das ist der, das sind eigentlich halt so die Lows halt in Summe, die halt hier unten zusammenkommen. Und wir haben jetzt halt hier eben auch, das sieht man, wenn ich das hier ein bisschen größer mache, hier laufen wir auch in die Extension rein vom H1. Das heißt nicht, dass der nicht da weiter kann, das ist gar keine Frage, sondern das heißt, dass da in der Regel gibt es da halt erstmal so ein bisschen Rückwärtsgang dann halt auch. Ne? Ich bin jetzt hier mal mit einer Viertelposition erstmal long drin. Auch wenn wir jetzt hier irgendwie nur vielleicht mal 20 Punkte oder so mitbekommen, wäre das ja auch schon recht nett, ne? Und will es jetzt hier auch nicht irgendwie direkt zu groß machen, aber auch nicht ewig warten. Also hier oben, ne, von den Timeframes, wie jetzt hier zum ersten Mal dabei ist, das ist der M5, M15, H1 Daily. Einfach, um da halt wirklich alles im Blick zu haben. Also drückt hier schon noch ein bisschen. Ein bisschen Luft haben wir da unten noch. Den würde ich auch sogar skalieren. Ein Stück weit tiefer, falls er irgendwie Lust hat, da runter zu kommen. Aber halt nicht ewig dagegen halten, ne? Weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, okay, wir haben da halt oben, es wird so ein bisschen verhaltener. Wir liegen hier erstmal rein technisch in der Extension von der 15 Uhr Kerze und in der Regel gibt es da ein bisschen Gegenwehr. Der Markt hat erst seit 5 Minuten auf und mal gucken, ob das jetzt irgendwie schlau ist oder nicht. Und halt eben auch davon ausgehen, dass hier oben das für meine Begriffe eigentlich nicht reicht. Ich kann mich täuschen, deswegen heißt es ja auch immer, ne, nicht einfach nachmachen, sondern wirklich bitte unbedingt eigene Entscheidungen treffen. Und aber ich halte halt, ich meine, sollte der jetzt irgendwie auf die Idee kommen zu drehen, ne, ich halt, haben wir halt einfach nach oben jetzt erstmal ein bisschen mehr Potenzial halt als auch nach unten. Deswegen finde ich es halt nicht falsch, ne? Und der Longtrend ist halt nicht erlegt, nur weil der jetzt da unten mal irgendwie kurz reinsticht und da unten mal kurz das Vortagestief jetzt hier erstmal rausgenommen hat, das übrigens hier oben ist, ne? Da an der Stelle ist das Vortagestief bei der 860. Da hat er zwar mal kurz reingestochen, aber im H1, ich zeige das hier nochmal auch ein bisschen größer, schiebe das mal hier kurz ein bisschen zur Seite. Okay, das war zu viel zur Seite.
Jetzt, bevor ich mir jetzt hier irgendwie das Bild zerschieße, kriege ich den hier nochmal raus. So, jetzt hat er den zweiten gefüllt. So. So, mal gucken, ob wir jetzt halt ein bisschen mehr kriegen. Damit wäre das Maximum jetzt hier erstmal ausgereizt. Also mehr würde ich da jetzt auch gar nicht mehr machen, ne? Entweder wird das Ding jetzt halt hier gekauft. Weiß nicht, wohin mit dem Fenster hier gerade. Das ist mir so ein bisschen im Weg. Entweder wird es jetzt hier gekauft oder halt eben nicht. Was man halt auch sieht, im Daily kommen wir hier auch eben in die Richtung vom SMA20. Das heißt, der könnte halt irgendwie entweder jetzt oder später schon noch so ein bisschen da reinstechen, könnte es aber jetzt hier einfach, dass es das halt schon gewesen ist. Ich bin halt mal gespannt, wie der jetzt hier da oben, ob wir da oben rausziehen im Rückwärtsgang, eben bis 15:45 Uhr, oder ob der jetzt tatsächlich hier im ersten Anlauf da unten durchfallen will, ne? Ich habe jetzt hier irgendwie einen Stop von irgendwie sind das 20 Punkte, 30, 25 Punkte, mehr ist das jetzt hier gar nicht. Ne? Muss man nicht unbedingt irgendwie nach unten verlängern, wie ich finde. Ne? Weil es kann natürlich sein, ne, auch wenn es ungewöhnlich ist, dass der Markt halt im ersten Anlauf die Range dann halt dann doch in die Richtung verlässt, in die er halt eben begonnen hat, sie zu verlassen. Ne? Und dass es halt hier eben kein Fake ist und dass wir jetzt halt unten rausfallen. Ich hoffe es, wie gesagt, nicht. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Ne? Ich meine, wenn es jetzt hier nur drum gegangen wäre, irgendwie so ein paar Punkte zu scalpen, eben halt mit der ersten halben Position, hätte man das schon machen können. Aber ich versuche das ja halt hier ein bisschen anders anzugehen. So, auch hier, ne? Käme jetzt irgendwie stressfrei hier mit ein paar Punkten plus raus. Ne? Weil ich glaube halt, der Ansatz ist so falsch erstmal nicht. Ich werde auch gleich, wenn er jetzt hier hochkommt, den Stop relativ schnell nachziehen, beziehungsweise eine Position halt auch nochmal rausgeben. Ich denke mal schon, dass wir hier einmal in die Value Area zurücklaufen werden, die auch, selbst wenn man die verlängert zeitlich, nicht, so, das ist immer, nicht wesentlich anders aussehen dürfte. So, ziehen wir hier mal nach und mal gucken, was das jetzt halt werden soll. Also hier den H1 brauche ich jetzt erstmal nicht mehr da hinten und gucken wir hier, das schiebt das Volumen nochmal dahin. Beziehungsweise die Time and Sales, und mal gucken, was hier passiert. Ob wir jetzt hier ein bisschen Zuwachs kriegen von den Käufern oder ob wir jetzt halt hier irgendwie stranden, bin mal gespannt. Also momentan ist es relativ dünn. Na, so hier Point of Control, wenn er das halt da unten irgendwie machen sollte, wäre natürlich der Point of Control der nächste Anlaufpunkt. Kann aber sein, dass ich jetzt hier auch zu knapp bin, dass sie erstmal rausfliegt. Okay, erstmal raus. So, Ansatz war aber trotzdem erstmal richtig. Und der kann halt auch das immer noch machen. Nelson, was kommen denn da für News um 15:45 Uhr? Ja, Einkaufsmanager-Index, tatsächlich hat man viel wichtiger oder eine höhere Gewichtung, was jetzt Amerika betrifft, um 16 Uhr, ebenfalls Einkaufsmanager-Index, aber von ISM. Da hat man tatsächlich auch ja, eine größere Priorität drauf. Und gleichzeitig gucke ich mir auch gleich hier unsere ja, Aktien an, die zurzeit in aller Munde sind. Also ein Nvidia hält sich unglaublich, was diese Aktie macht. Tatsächlich aber, wenn wir hier uns Microsoft, Tesla und Google uns anschauen, die gestern ja schwach waren, und auch Apple, Microsoft hier auch aktuell mit minus immerhin 1% Tesla Gap down, Google Gap down, Apple Gap down, nur Nvidia hält sich. Einer hat der Alex im Chat auf YouTube hat auch geschrieben, Nasdaq schmiert ab. Also das sollte man natürlich auch irgendwie im Auge behalten. Ja, okay. Ich bin hier gerade völlig falsch gefüllt worden, mein eigener Fehler. Wollte da oben nur den Daumen drüber halten und habe dann irgendwie versehentlich losgelassen. Aber okay. Habe jetzt aber auch hier nochmal den Long aufgemacht, nochmal klein. Also der erste, ich habe ja auch nichts dazu gesagt, weil ich war da gerade von mir selber so ein bisschen entsetzt. Ich dachte, nein, jetzt hast du echt den Finger da oben losgelassen, aber okay. Passiert. So, um jetzt halt eben mal zu gucken. Also, ne, bei den News ist es ja immer so, ne, die haben nicht unbedingt, ich meine, das ist zumindest mein Ansatz, ne, mit den News umzugehen. Die haben nicht unbedingt halt immer so die Relevanz im Daytrading. Ne? Das heißt, da ist es ja eher so, da wird das Volumen mal kurz dünn und dann irgendwie knallt es halt in irgendeine Richtung. Und das kann man natürlich in der Regel dann auch zum Handeln nutzen. So, hier wäre jetzt aber halt trotzdem wichtig, also sollte jetzt der M15
halt hier noch nach oben auflösen. Also das heißt, hier nochmal irgendwo in Richtung Anfang gehen und der Anfang wäre eben hier oben. Dann hätten wir halt tatsächlich die Chance, dass die News den Markt auch nach oben raus befördern. Ne? Auch wenn hier alles irgendwie gerade so wahnsinnig short aussieht, nicht so schnell diesmal. Das war nämlich direkt hier an der Value Area. Deswegen habe ich da vorhin gesagt, oh nein, wieso hast du den jetzt da erwischt im ersten Anlauf? Wolltest du doch gar nicht. So, aber trotzdem, sollten wir jetzt irgendwie da oben drücken, gehe ich da nochmal mit, gehe ich da auch nochmal rein. Und heißt also, ne, wenn das Volumen jetzt hier dünn wird und wir eben auf Anfang ziehen und dann könnte es halt eben, und das ist ganz oft so, dass wenn dann halt News kommen und dann das Buch halt irgendwie sich quasi in Wohlgefallen auflöst, dass halt eben dann die Bewegung erstmal in die Richtung dann auch fortgesetzt wird, wohin halt dieses Wohlgefallen dann halt eben dann geführt hat, ne? Und deswegen finde ich das halt immer noch nicht falsch, ne? Was man ja halt hier auch klar sieht, ist, da unten ist irgendwie, wird es halt gerade irgendwie dünn, ne? Da wollte halt irgendwie erstmal keiner mehr mit. Das passt natürlich dazu, dass ich halt gesagt habe, hier bei der 800 hätte das Ding halt schon Chancen, dort halt nochmal vernünftig zu reagieren und beziehungsweise halt den Markt auch nochmal umzudrehen und die Range eben in die andere Richtung dann halt zu durchlaufen, ne? Deswegen finde ich es jetzt nicht so gerade immer noch nicht falsch, hier long dagegen zu gehen und ne, hier Liquidität da unten lässt einfach nach, ne? Also man sieht es auch hier. Immer wenn es nach unten geht, wird halt direkt wieder gekauft. Da werden die blauen Kandidaten werden halt eine Nummer dicker und irgendwo so im Mittelfeld ist halt alles einfach nur relativ dünn. Ne? So, und um auf das Framing mal zu gucken, was wir jetzt ja hier auch sehen, ne, M5, irgendwie versucht es gerade umzudrehen, versucht also hier oben rauszulaufen. Kann funktionieren, kann natürlich aber auch in die Hose gehen, macht er es aber hier. Also das heißt, drehen wir hier nach grün, kriegen wahrscheinlich auch direkt den nächsten Impuls nach oben. So, das Buch wird dünn, deswegen mache ich die Order jetzt auch mal weg. Ich muss jetzt hier nicht unbedingt dann mit dem ganzen Ding da drin sein. Aber ich lasse die jetzt mal hier zu den News einfach mal, ich lasse das mal drin. Ne? Also, weil hier unten ist ja erstmal, bin ich unterm Low und lasst mich ja mal überraschen, was da jetzt halt eben kommt. Man kann natürlich, wenn man will, irgendwie kurz vor den News dann auch irgendwie Break-Even absichern. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Kriegen wir jetzt hier noch einen Rutsch nach oben oder wollen die wirklich nach unten wegknallen? Ich sichere den mal ab. Ich traue dem Braten hier noch nicht so wirklich. So, das heißt, jetzt sollte ein bisschen Bewegung kommen. Okay, nicht viel. Und wenn ich mir jetzt hier den Daily angucke, dann haben wir da unten, wie schon erwähnt, den SMA 20 im Daily. So, hier kommt jetzt irgendwie gerade gar nichts, obwohl News sind. Das heißt, das könnte sich ganz schnell ändern. Deswegen bleibe ich auch mit einer Stop-Order nochmal da oben drüber. Um mal zu sehen, ob wir den Markt nicht nochmal irgendwie tatsächlich da komplett umgedreht kriegen. Wo ich ja immer noch ein sehr großer Fan davon wäre. Ich glaube, das hat man inzwischen auch verstanden. Ne? So. Also, mal gucken, was jetzt passiert. Also, finde ich halt so ein bisschen. Also, normalerweise haben wir ja irgendwie, wenn wir 15, 45 News haben, haben wir ja halt schon irgendwie ja, dann deutlich mehr Bewegung oder zumindest dann halt irgendwie kurze Zeit später, wo der Markt dann halt auch passend reagiert. Und aber hier kommt irgendwie gerade so gar nichts. Aber ich glaube, dass halt hier mit der Order hier oben drüber, das sollte erstmal soweit passen, ne? Weil ich halt einfach immer noch hier drauf gucke. Also wir haben einfach keine neuen Lows da unten, ne? Und da fehlt eigentlich nur ein vernünftiger Käufer, um das Ding dann nach oben durchzuschieben, wenn er dann oben durch will und dann wird er wahrscheinlich auch hier relativ sauber durchkommen, ne? So, Nelson, mach mal Kurse. Tatsächlich kam hier die Nachricht, dass ich schlecht zu hören bin. Oh, das ist auf YouTube oder bei dir? Insgesamt, also GoToWebinar. Okay. Jetzt habe ich hier mal ein anderes Mikro eingeschaltet. Mein eigenes. Und es scheint besser zu sein. Aber wie gesagt, falls man mich vorhin nicht gehört hatte, ich glaube, ich höre mich jetzt bei dir natürlich selbst nochmal, aber nicht schlimm. Ich Ich hatte vorhin gesagt, dass man
sich Ja, die ist gut. Aktien auch anschauen sollen, was sie machen, Microsoft, Ja, Nvidia, ist da Tesla, ein guter Google und Modell. Apple. Ja, da sieht es Insgesamt ist insgesamt nicht Bitcoin so bullish bullig aus, aus, außer außer Nvidia. Nvidia. Ja, also das zeigt sich ja halt hier auch, ne, dadurch, weil es halt nicht vorwärts geht. Ne? Das heißt, das ist ja irgendwie typisch, wenn halt irgendwie alles so ein bisschen gegeneinander läuft. Da ist es nicht wirklich ungewöhnlich. So, ich versuche jetzt hier nochmal den Rücklauf einzukaufen. So. Klar, der Punkt war sauber, ne? Da läuft er nicht zurück und ich habe jetzt natürlich das hier halt im Auge, also hier das Framing, um zu sehen, ob wir da oben rauskommen. Wenn wir das machen, dann sollten wir eben halt auch relativ schnell nochmal auf Anfang zurückfinden. Also wie gesagt, Value Area ist hier gezeichnet ab 14 Uhr, aber trotzdem, ne, ihr seht ja, ich bin halt hier immer nur irgendwie sehr verhalten, irgendwie erstmal klein drin, bevor ich da halt irgendwie auf den Knopf drücke und mein Risiko vergrößere, weil ich sie natürlich auch nicht weiß. Ne? Ich kann ja momentan nur gucken, da unten ist irgendwie bis jetzt halt nichts zu holen. Ne? Und von daher müssten da jetzt irgendwann die Käufer dann auch nochmal aktiv werden und dann kann man dann natürlich auch immer noch verlängern, also beziehungsweise die Position dann immer noch erweitern. Und von daher muss ich da jetzt nicht unbedingt am Loader irgendwie mit dem ganzen Risk da halt irgendwo reingehen. Ne? So, aber bis jetzt war das doch irgendwie alles gar nicht so falsch, wie ich finde, außer den einen, wo ich halt hier echt allen Ernstes. Aber okay. Fehler passieren. Alles andere war ja soweit erstmal richtig. Auch wenn ich hier Feedback in YouTube bekomme. Was ist, Christian meint, nicht profihaft. Was meinst du, Christian? Ich gehe gerne drauf ein, wenn du das bisschen besser spezifizieren und differenzieren kannst. Weil sehe ich eigentlich nicht so, aber okay. Sonst würde ich es ja auch nicht machen. Ne? So, weil ich kann ja nur an das oder mich bei dem dranhängen, was der Markt mir halt eben zeigt. Und der zeigt mir aktuell, da unten ist nichts. Bis jetzt. Ne? So, das kann sich natürlich ändern, ist ja gar keine Frage. Ne? Und ich gucke hier auf alles, was ich habe, auf größere Zeiteinheiten. Ich gucke aufs Volumen. Das Einzige, was mir natürlich hier nicht gefällt, ist das Framing. Das ist jetzt eben auch genau da oben dran. Jetzt erstmal halt gedreht ist. Das ist halt klar, ne? Dass ich das nicht gut finden kann, weil ich ja schon davon ausgegangen bin, dass er zumindest versucht, halt da oben rauszulaufen. So, mehr kann ich nicht tun, ne? Außer mich zu versuchen, an das anzuschließen, was da halt kommt und eben halt das rauszulesen, was halt da ist. Und dass das alles keine Quote von 100% hat, das ist ja klar. Uta Nelson. Mein Mikro noch an, oder? Ja, Also, hier auf jeden Fall ist es an, ja. man scheint mich nicht zu hören, oder zumindest schlecht. Mein Feedback. Ansonsten mache ich das Mikro wieder an. Oh, hier haben wir gerade schön irgendwie ein Flugzeug. So, man kann natürlich, wenn man sagt, okay, gefällt mir nicht, ne, kann man natürlich auch drehen. Ich glaube, das würde ich hier tatsächlich jetzt einmal kurz machen, ne, weil wir halt eben jetzt hier noch, wir sind noch mal ein Stück zurückgelaufen, hier in diese Abwärtsbewegung hinein, die sich jetzt die da oben schon nicht dagegen gekommen ist. Und in der Annahme eben, auch wenn wir bis unten auf der Unterseite jetzt kein Volumen hatten, da oben sind aber die Käufer auch ausgegangen. Ne? Und das heißt, es könnte schon sein, dass wir jetzt hier irgendwie so einen kleinen Rutscher bekommen unter das Low. Und den würde ich auch direkt verlängern hier. Und danach mal sehen, ob wir hier jetzt ein bisschen was kriegen auf der Unterseite. Und dann zumindest dann halt hier erstmal dann halt raus sind aus dem Ding. Aber auch das kann falsch sein, ist klar. Auf der Unterseite Short war noch nie einfach. Ne? Aber hier oben geht es ja halt scheinbar auch aus. Und von daher. Mal gucken, ob wir jetzt hier zumindest mal so einen kleinen. Weil hier unten sieht man halt eben auch. Ne? Das kann natürlich fake sein. Ist es ja auch irgendwie ganz oft. Hier liegt eine ziemlich dicke Long Order hier unten im Markt. Wenn die verkauft wird, dann macht es halt nach unten Blob. Ne?
dann ist halt irgendwie das Ding relativ schnell da unten eben auch raus. Was ich natürlich hier im Auge habe, SMA20, ganz klar im Daily. Ja, da darf der gerne mal irgendwie mal guten Tag sagen da unten. Ja, das muss ja auch nicht irgendwie ein Riesending hier werden, aber wir sehen hier zumindest auf der Unterseite, es finden sich Verkäufer, der Markt wird also verkauft. Ich hänge jetzt hier mal den Trail dran. Und weil das ist mir alles ein paar Nummern zu heiß hier unten. Ne? Also jetzt erstmal hier mit dem Plus wieder raus. Am SMA20 hier, ne? Deswegen halt auch im Daily. Also kann man schon mal machen, wie man gesehen hat. Ne? Also ich habe ja hier einen kleinen Rücklauf, man hat es ja gesehen, abgewartet und dann im Loss getreten, die Position ausgebaut und bin dann deswegen dann halt jetzt hier irgendwie mit rund 15 Punkten da halt auch im Plus rausgekommen. Weil ich muss ja nicht irgendwie an meiner Meinung festhalten, nur weil ich der Meinung bin, okay, so und so muss es sein. Wenn ich das hier sehe, dass der halt hier oben da halt abgewiesen wird, dann muss ich mich nicht endlos dagegen stellen. Klar könnte man jetzt hier auch hier sagen, der hätte es ja erstmal drin lassen können. Ja, ne? Richtig, nachher weiß man es immer besser, aber mir ist das hier echt too hot, ne? Das könnte genauso gut sein, dass wir jetzt halt hier, man sieht es ja im Daily, ich hoffe, man kann es erkennen, dass wir jetzt hier, also es gibt so eine einfache Regel, wenn man nicht weiß, wohin der Markt will, gucken, pack den Daily aus. Und hier sehe ich halt einfach zwei Sachen. Auf der einen Seite kommen wir halt dem Peak hier nah bei der 740, wo wir nicht weit davon entfernt sind. Dann haben wir hier einen aufsteigenden SMA20. Und ich bin hier unten im Bereich, wo mir eigentlich die ganze Zeit die Liquidität da oben ausgegangen ist, von der Käuferseite. Ne? Und deswegen wollte ich den jetzt nicht irgendwie lange so ewig lange da drin lassen. Ne? Das heißt, man kann natürlich auch hier, wenn man todesmutig ist, einfach dagegen halten, irgendwie da halt long gehen. Aber auch da würde ich halt nochmal warten, bis der Markt sich dann halt in irgendeiner Form halt hier in unsere Richtung dreht. Also ich hätte mir halt schon irgendwie gewünscht, dass, ne, man sieht es ja halt auch, die kommen halt wieder. Also, und wir stehen hier in der Extension drin. Das wäre sowieso mein nächster Grund gewesen, hier rauszugehen. Von daher ist das jetzt erstmal völlig okay. Ne? Aber man sieht halt hier auch, ne, dass halt eben hier die so ein bisschen die Motivation da unten einfach verloren geht. Ne? Und das kann eben sein, dass wir jetzt ganz schnell nochmal da oben stehen. Und wir sehen halt hier direkt, wir haben Gegendruck von der Unterseite. Der ist einfach wieder da. Ne? So, ich bin ja schon fast wieder ein Freund dafür, hier zu sagen, okay, ich gehe hier mal dagegen, aber ob das halt nochmal. Ob ich die jetzt hier rauskriege, dann noch bis um 16 Uhr, das weiß ich halt nicht. Ne? Aber ich gehe jetzt hier erstmal mit, weil ich halt hier auch wieder gesehen habe, okay, kein neues Low, hier im M1 dann nochmal drüber gezogen. Liquidität da unten geht aus, SMA20, Ziele im Daily. So, das heißt jetzt natürlich nicht, dass der jetzt unbedingt hier, keine Ahnung, bis wohin laufen muss. Das heißt nur, ich habe da unten Käufer, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die kann ich jetzt natürlich dann eben auch skalpieren. Und dann halt hier immer wieder so ein paar Punkte da halt rausschneiden. Ne? So, mal gucken, bis wohin der jetzt hier kommt. Und ob die Auflösung dann halt um 16 Uhr nicht doch eben nach oben gerichtet ist, wie ich es halt ursprünglich haben wollte. Und wir jetzt hier quasi nur so ein bisschen auf der Unterseite gefischt haben. Ne? So, den könnte man natürlich auch direkt wieder hier oben verlängern, falls er nochmal hier in dieses Cluster da halt reinlaufen sollte. Könnte man machen. Das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen aggressiv, ne, wie ich halt hier an den Markt rangehe, der irgendwie hier gerade wieder Stillstand hat. Okay. Ist natürlich schon so ein bisschen aggressiv, das ist halt klar, ne? Aber man hat aber eben, oder beziehungsweise was ich hier halt sehe, ne, ist, sollte der Markt dann halt eben auch nochmal nach oben drehen, ja, und dann hat man hier halt schon relativ viel Potenzial, ne? Weil wir halt eben im Daily da unten halt angekommen sind und da halt möglicherweise einfach Schluss ist. Und da kann es schon sein, dass wir jetzt halt irgendwie aus dem Stand oder dann halt eben die nächsten 2, 3 Stunden dann halt direkt wieder rauflaufen, eben in den Bereich von der 900 und eben halt auch nochmal darüber hinaus, ne? Hängt wahrscheinlich so ein bisschen davon ab, wie jetzt die Stunde sich hier verabschiedet und ich bin da immer noch nicht überzeugt davon, dass die so einfach nach unten wegklatscht. Und auch wenn ich mich da, wie man ja auch gesehen hat, ich bin durchaus bereit, meine Meinung zu ändern und auch nicht nur meine Meinung, sondern auch meine Trade-Richtung. Und
Gerade der US-Markt ist gerne mal so ein bisschen wild und macht schon gern mal irgendwie so ein paar unlustige Schweinereien. Und wir haben noch 3 Minuten, 2,5 Minuten. Die meiste Bewegung haben wir halt in der Regel am Ende von der Stunde beziehungsweise zum Beginn der nächsten. Von daher schon möglich, dass wir jetzt einmal da oben nochmal raufziehen, ne? Und dann halt eben doch noch zumindest mal hier den M15, also die Hälfte quasi dann sozusagen von der Eröffnung, dann halt nochmal in grün schließen. Ne? Ist natürlich jetzt hier reine Price Action, das ist ganz klar. Ne? Hier ist nichts irgendwie mit Trendlinien oder sonst irgendwas. Und aber okay. Also wichtig wäre natürlich, ne, ich meine, damit es halt jetzt hier einfach in die Nordrichtung weitergeht, dass der Markt halt hier zumindest nochmal irgendwo an dem letzten Tief, also in etwa bei der 830, was von hier jetzt irgendwie 50 Punkte sind, also schon dann da oben, wo ich ja auch den Trail habe, ne, so in dem Segment, dass der halt eben dort schließt. Also sehe ich jetzt nicht so wirklich, um ehrlich zu sein, jetzt hier für das Ende von der Stunde, dass er aber sich so ein bisschen versucht, dahin zu bewegen. Das kann natürlich jetzt schon sein. Und in der Regel ist es dann ja eben auch so, wenn wir also so eine rote Kerze dann halt im H1 da halt hängen haben, dann ist es eben schon ganz oft so, dass dann halt eben um 16 Uhr nochmal irgendwie so ein kleiner Impuls kommt, mit einem kleinen neuen Low und eben dann halt die eigentliche Bewegung dann halt erst folgt. Aber hier unten wird es halt einfach dünn für die Verkäufer, ne? Also genau wie davor, da oben auch schon. Und das sieht für mich so ein bisschen davon aus, danach aus, als würde der Markt einfach nur seinen Punkt suchen, ab dem er dann halt endlich irgendwie nach Norden ziehen kann. Also ich sichere den jetzt hier auch ab, ne, weil ich will hier auf keinen Fall irgendwie vermessen sein und sagen, okay, ja, der macht das schon. Das weiß ich doch nicht. Ne? Keine Ahnung, ob der das macht. Ich sehe halt nur, was irgendwie gerade da ist. Und bei aller Sicherheit oder beziehungsweise bei allem Bauchgefühl, was halt hier reinspielt, habe ich halt trotzdem mal keine Glaskugel, ne, und kann mich hier nicht hinstellen und sagen, so und so ist es. Das betone ich immer, ne, bei allem, was ich halt immer irgendwie erkläre, mache, trade und tue, weil ich weiß es nicht, ne. Wir haben jetzt hier nochmal 15 Punkte im Plus, also für Scalping reicht es schon wieder. Wird den hier auch mal ein bisschen weiter absichern, weil ich jetzt einfach auch hier natürlich mit dem Trading da jetzt halt gleich zu Ende sein will, wenn die Stunde um ist. Beziehungsweise auch wenn der Stream hier vorbei ist. So, da haben wir jetzt halt genau diese Gegenbewegung, ne? Da ist es doch. Das meinte ich. So. Bitte. Voilà. So. Das wollte ich haben. Mehr brauche ich nicht. Ist auch genau die 830, die ich da gerade halt beschrieben habe. Mehr muss es auch dann gar nicht sein. So, das war doch ein netter Trade dann zum Abschluss, ne? Also reine Price Action hier und nett. Also, das waren doch jetzt nochmal halt hier irgendwie saubere 50 Punkte. Da, ne? Gut, also bis auf meinen blöden Verklicker alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ne? Also es war nicht so wahnsinnig irgendwie von was der Markt da halt irgendwie hergegeben hat, aber ich glaube insgesamt ja dann doch ganz okay. Und wie man jetzt ja auch gesehen hat, da unten beim SMA 20, Achtung, Nelson, Kamera kommt, beim SMA 20 im Daily, das hat schon seine Berechtigung, ne? Oder ist halt auch schon richtig, da halt irgendwie dran anzusetzen. So, also ich wische mir jetzt den Schweiß ab, Nelson. Du darfst Sehr gut. auch kurz wieder oder auch lange zu Wort kommen. Nein, nein, alles gut. Ich habe ja auch selber hier mit der Technik ein bisschen versucht zu verbessern. Naja, Naja, bis super perfekt Trade zum jetzt am Ende. Ende. Also Also die die Bewegung Bewegung haben haben wir wir jetzt jetzt alle alle gesehen. gesehen. Auch Auch wenn wenn tatsächlich tatsächlich die die großen großen Aktien Aktien immer immer noch noch im im Minus Minus sind, sind, aber aber die die Wirtschaftsdaten Wirtschaftsdaten kamen kamen so so rein, rein, dass dass die die unter unter der der Erwartung Erwartung lagen. lagen. Ja, Ja, aber aber immer immer noch noch Wachstum Wachstum generieren generieren oder oder anzeigen. anzeigen. Aber Aber der der Markt Markt hat hat so so reagiert, reagiert, wie wie der der Markt Markt reagieren reagieren wollte. wollte. Ja, Ja, ne? ne? Also Also war war nicht nicht einfach, einfach, aber aber das das ist ist ja ja auch auch eigentlich eigentlich genau genau das, das, was was ich ich gestern gestern beschrieben beschrieben habe, habe, ne? ne? Also Also meinem meinem im im Trading Trading Guide, Guide, ne? ne? Und Und habe habe ich ich gesagt, gesagt, das das wird wird nicht nicht so so einfach einfach nur nur da da unten unten rausfallen rausfallen und und dann dann weiterlaufen. weiterlaufen. Und Und jetzt jetzt hat hat man man es es ja ja auch auch gesehen gesehen und und auch auch gesehen, gesehen, dass dass es es nicht nicht einfach einfach ist, ist, ne? ne? So, So, leider leider kam kam aber aber hier hier halt halt hier, hier, ich ich finde finde es es ja ja immer, immer, was, was, Christian Christian Köhler, Köhler, kauf kauf doch. doch. Ich Ich muss muss hier hier über über die die Kommentare Kommentare drüber drüber gucken. gucken. So, So, Christian, Christian, kauf kauf doch, doch, dein dein Finger, Finger, kauf kauf doch. doch. So, So, wo wo ist ist jetzt jetzt mein mein Kritiker? Kritiker? Der Der ist ist weg. weg. Ja, Ja, wie wie gesagt, gesagt, ne, ne, Kritik Kritik ist ist völlig völlig in in Ordnung. Ordnung. Ich Ich bin bin da da nicht nicht angepisst. angepisst. Ne, weil Ne, da weil da vorhin vorhin hat hat ja ja irgendwie irgendwie einer einer gemeint, gemeint, irgendwie irgendwie
nicht profihaft und aber da kam dann irgendwie auch nichts mehr. Ne? Also nochmal, ich bin für Kritik immer offen. Bitte gerne her damit. Also bis ich irgendwie angesäuert bin, das dauert. Das ist nicht so schnell zu erreichen. Gut, also wir sehen jetzt halt auch, ich gehe nochmal ganz kurz aufs Bild hier zurück. Ich habe hier mal kurz die Ergebnisse eingeblendet. Da sieht man es ja eben auch, ne? Hier 48 Punkte, 18 Punkte, 24 Punkte. Das war der blöde Verklicker. Der war halt einfach komplett unnötig, ne? Den wollte ich nicht, ne? Also hier 30 Punkte habe ich auch nicht beschrieben, nicht angesagt. Von daher kann man den vielleicht einfach mal gedanklich kurz austauschen, kurz eliminieren. Aber trotzdem ist es alles in allem ja plus, ne? Und der hier war, glaube ich, nur der Ausstopper, ne? Wo ich dann halt irgendwie auf Break-Even gezogen habe. Das ist okay. Das ist also quasi 0 Punkte, je nachdem, wie man da halt gefüllt worden ist, ne? Also entscheidend. Oder was heißt, entscheidend sind natürlich nicht nur die Profits, auch den Blödsinn, den man macht. Und das war halt eben hier mein Verklicker irgendwie mit minus 30 mit einer halben Position. Okay. Muss ich mit leben. Der verhagelt es natürlich hier so ein bisschen. Ansonsten wäre es halt hier nur positiv und einmal Break-Even. Ne? So. Ja, vor allem, ne? Also der Ebu schreibt hier auch, das flexible Drehen. Ja, das, ne? Ich bin ja hier einmal von Long nach Short gewechselt, mal ganz kurz. Aber wenn man halt sieht, ne, was der Markt macht, dann bringt es halt eben nichts dagegen zu halten. Man muss sich da auch oft mal so ein bisschen überwinden, ja. Und weil das natürlich auch immer so gegen alles ist, was man irgendwo mal irgendwo gelernt hat, ne. Aber halt, wenn der Markt aber halt eine relativ deutliche Sprache spricht, kann man das schon mal so machen. Aber es ist krass, ne, guck mal, wie weit der jetzt hier gelaufen ist. Ich meine, ich bin jetzt hier raus, das ist völlig okay. Hätte ich nicht erwartet. Ich wollte bis 830. Das war ja ziemlich genau hier oben, also ein paar Punkte tiefer bin ich da jetzt raus. Dass der jetzt hier so hochzieht, hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Hätte ich mich nicht, auch nicht getraut, den bis da oben hin, ehrlich gesagt, zu halten. Ich wäre dann halt hier am Point of Control raus. Aber generell sieht man, ne, da bin ich gerade, fühle ich mich echt mega bestätigt in dem, was ich da in meinem Ausblick auch gemeint habe, dass es nämlich eben nicht so laufen wird, dass der Markt hier runterfällt und das war es dann. Sondern halt erstmal ein Ausbruch möglicherweise in die falsche Richtung. Also das wäre dann nach unten, lustigerweise auch jetzt fast bis genau dahin, wo ich den Pfeil gemalt habe, wobei das aber Zufall ist. Und dann habe ich gesagt, dann sollte man eher gucken, dass man hier den Rücklauf an die Range mitnimmt. Also wenn man den Ausbruch handeln will, dann wäre eigentlich jetzt hier Short angesagt. Ne? Und aber auch ganz klar keine Empfehlung. Und auch wenn man jetzt hier denkt, so, boah, nee, der knallt doch nach oben raus, ist das so? Ich weiß es nicht. Ne? Also was wir jetzt hier erstmal haben, ist, um hier im Framing zu bleiben, wir haben hier, das mache ich jetzt mal weg, das brauchen wir kurz nicht mehr, im Framing zu bleiben, wir klopfen nur oben an. Ne? Also im roten Framing. Spricht überhaupt nichts dagegen, dass der jetzt hier nochmal komplett da unten rausfällt. M5 hat überhaupt nichts zu melden. M15 ist auch einfach jetzt hier nur nochmal im Framing oben angekommen. Also wie gesagt, wenn man den shorten will, dann sollte man sich das jetzt überlegen. Ne? Christian Köhler, und wie viele Punkte Long verstecken? Ich verstehe es immer noch nicht, Christian. Also, du musst schon irgendwie ein bisschen deutlicher werden. Du warst das ja irgendwie. Was, warum nicht 100 Punkte Short? Ja, weil das einfach nicht mein Setup war. Ne? So einfach ist es. Gut, aber wenn du einen findest, der irgendwie alle Richtungen immer in jeden Markt mitbringt, dann bring ihn gerne hierher. Ne? Also, ich finde es eigentlich immer nur wichtig, dass man den Markt richtig einschätzen kann und ihn dann auch zu greifen kriegt. Und das muss nicht irgendwie immer eine ganze Bewegung in alle Richtungen sein, sondern. Klar, ist nice, wenn man das hat, aber so funktioniert Daytrading für meine Begriffe einfach nicht. Daytrading funktioniert mit Sicherheit. Und also mit Sicherheiten besser gesagt. Ne? Ich muss wissen, wo habe ich welche Reaktion vom Markt zu erwarten. Das ist das Einzige, was ich wissen muss. Und das halt mit einer passenden Wahrscheinlichkeit dann halt eben. Ne? Und alles andere ist völlig uninteressant. Aber kann jeder machen, wie er will. So, wer sich für die Wirtschaftsdaten interessieren, hier kommen auch die ersten Analysen rein, warum der Markt jetzt hier so positiv reagiert hat. Und zwar schauen wohl oder schaut wohl die Märkte oder die Experten auf die Beschäftigungskomponente, wie hier schwach reinkam unter der 50er-Grenze. Also bedeutet hier Contraction. Wie ist das deutsche Wort dafür, Dirk? Was? Contraction? Vertraction? Was? Also Contraction? rückgang. Nenn nicht Contraction, aber Rückgang in der Beschäftigungskomponente. Und ja, vielleicht habe ich das auch falsch gesagt. Nee, alles gut. Die Preisfaktoren sind auch leicht rückgängig, aber immer noch mit 58,66 sehr hoch. Und man schaut jetzt auch,
die NFP am Freitag. Die wir dann auch machen, ne? Ich Ich jetzt nicht, aber aber ja, mit mit der Fix. FXnet zusammen. Okay, macht das der Wolfgang? Da muss ich den Wolfgang hierher holen. Das Setup steht jetzt. Also Wolfgang, wenn du so guckst, weißt Bescheid, kannst direkt hier am Freitag auftauchen, auflaufen. Und daher können wir so machen. Hier kommt gerade der Kommentar rein, Bitcoin, neues Allzeithoch. Ist das so? Ich glaube, da fehlt immer noch irgendwie 100 Punkte, 200, ne? So, wenn ich das hier drauf gucke im Bild, also ja, da habe ich ja irgendwie gestern so ein bisschen auch in meinem Banner bei YouTube auf die Kacke gehauen. Und es stimmt aber, ne? Irgendwie mit 40.000 Punkten plus vorne. Und das ist natürlich auch so ein Ding, was man laufen lässt. Das ist ganz klar, ne? Das ist aber eine ganz andere Nummer. Und ich bin wirklich mal gespannt, wo der da halt rausgeht. Und Gold ja halt auch unverändert. Eben long wie beschrieben und vermutet, ist schon fast, ich zeige das auch nochmal irgendwie ganz kurz, ist tatsächlich auch schon fast am ATH hier angekommen. Ist natürlich auch noch drin, am Freitag auch gesagt, Gold war ATH. Nee, 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 nee. Ne? Glaube ich nicht. Also wenn dann im Euro, Gold-Euro, das mag sein. Ne? Aber halt natürlich die Basiswährung von Gold, genau wie von Bitcoin, ist natürlich der Dollar. Ne? Und nicht der Euro. Und klar, wenn wir dann Euro-Schwankungen haben, dann verschiebt sich das alles so ein bisschen. Sollte aber eigentlich nicht relevant sein. Ne? Zumal der Future und so weiter ja auch eben halt in Dollar. Ja, bei schon, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt. Lass dir das. Wir sind ja hier mit FX-Flat zugange, ne? Also übrigens, ja, das sage ich ja immer wieder, beziehungsweise ich sage es immer wieder nicht, ja. Also die Sachen, die ich hier mache mit dem Stereo Trader, also dieses, dass ich halt das Volumen habe, dass ich das Orderbuch habe, die Times and Sales und so weiter und das eben auf den CFD gemappt kriege. Das funktioniert übrigens mit FX-Flat sehr, sehr, sehr gut, weil dort kann man nämlich dann einfach ein Konto machen, wo man halt auch die Future-Daten abonniert und mappt die dann halt mit dem Stereo Trader über den CFD drüber. Ne? Also wer das halt machen möchte, ne, einfach hier unten in der Beschreibung beim Video, da unten gibt es halt immer auch den Link dazu, um ein Konto bei FX-Flat zu eröffnen. Wenn ihr das möchtet, freue ich mich, freut sich FX-Flat und dann habt ihr auf jeden Fall auch ein sauberes Setup, was in der Form dann eben ja auch logischerweise seinesgleichen halt sucht. Gut. Hat schon eine andere Wirkung, wenn man hier sitzt. Wieso? Inwiefern? Den hast du alles sehr schön gesagt. Ja, ne? Also das meinst du, ja, genau. Ne? Der Nelson habe ich nämlich gerade ganz böse angeguckt, weil nämlich immer, wenn ich in meine Kamera gucke, da sehe ich da hinten so, gucke ich nämlich auch zwischen den beiden Monitoren durch und da sehe ich nämlich, kann ich dem Nelson in die Augen gucken, der hat hier ganz böse geguckt. Nein, nicht wirklich. Alright, also von daher, ich glaube, das war soweit irgendwie alles okay. Und ich bedanke mich für das Feedback an der Stelle und fürs Zuschauen natürlich. Wir hatten hier dann doch schon einiges an Zuschauern, so wie ich das halt sehe. Richtig nice. Ja, war sehr, sehr gut besucht. Ja, und dann auch am. Warum ist der Baum hinter Nelson grün? Frühling in Brasilien, genau. Nein, das ist einfach nur eine Tanne. Oder so. Nee, oder ist das eine Tanne, Nelson? Ich weiß es nicht. Könnte sein, ne? Übrigens, man kann dich ganz leicht hier sehen, wenn man ranzoomt Achso, ja, mich da wahrscheinlich. auch noch, ne? Da hinten, ja, genau. Da sehe ich noch, das ist noch in der Spiegelung, ja. Nein, aber also das Ding ist ja halt auch hier, ne, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, um vielleicht auch nochmal ganz kurz darauf einzugehen, bevor wir hier irgendwie zumachen, ne? Ich fand es dann halt dann jetzt eigentlich schon gut, ja, dass halt irgendwie das vom Timing her im DAO jetzt wirklich so genau da reingefallen ist, da was ich ja auch in meinem Trading Guide da letzte Nacht ja schon meinte zu heute, habe ich gesagt, wenn ich Pech habe, stehen wir dann genau da unten und dann kriegen wir halt einen Fehlausbruch in die eine Richtung und es wird super schwierig. Es war super schwierig insgesamt, finde ich. Ne? Aber ich bin da halt echt absolut happy damit, mit dem, was da halt jetzt bei rausgekommen ist, gerade in so einem schwierigen Umfeld, wie wir es da unten jetzt halt hatten, beziehungsweise offene Price Action einfach. Recht heftig und von daher war das vielleicht auch ganz gut, dass wir es jetzt gemacht haben. Also hat auf jeden Fall jetzt gepasst, finde ich. Ich So. bin happy, darf nicht, muss auch nicht jeder sein. Ich bin ja kein Blumenstrauß, sage ich immer, muss nicht jedem gefallen. Aber wenn es den meisten gefallen hat, dann lasst euer Like da. Das wollte der Nelson jetzt, glaube ich, nämlich sagen. So sieht's aus. Ich bin Nein. kein YouTuber, kein Influencer, aber ich glaube, das ist jetzt die Stelle, wo du sagen kannst, bitte ein Like für mich da lassen. Ja, also sehr gerne. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr mögt, gerne heute Nacht nochmal. Also der Nelson ist dann nicht mehr hier, außer er entscheidet sich jetzt dann doch hier zu schlafen.
Und wir machen jetzt einfach durch bis morgen früh. Der Nelson hat nämlich eigentlich Ja, Urlaub. Gästezimmer ist hier direkt nebenan. Der Nelson hat nämlich Urlaub. Und eigentlich könnte ich den hier also mal kurz einfach verhaften und festhalten und abfüllen. Und dann, ja, dann seht ihr ihn heute Nacht dann halt irgendwie. Dann sitzt er nicht mehr auf der Couch, sondern liegt dann da auf. Eigentlich wäre es das wert. Verdammt. So, ist Gut. immer noch ein Effekt-Webinar Aber hier, schön. bitte Ja, sich benehmen jetzt. okay. Ja, also Dankeschön fürs Dabeisein. Das letzte Wort hat aber natürlich heute dann ganz klar der Nelson. Bitte schön, du hast die Bühne. Ja, danke dir. Ich gehe mal unter den So, Tisch. So. danke. Das war jetzt wieder doppeldeutig. Eins, Also, zwei, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ja, heute Premiere drei. hier bei Dirk und mit der Technik. Tut mir leid, dass es auch zwischendurch nicht so gut angefangen, nicht funktioniert hat. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal nicht aussehe wie ein Pilot wieder. Aber so hat es zwischenzeitlich wohl ganz gut funktioniert. Und ja, auf YouTube war super besucht. Wie gesagt, würde mich auch natürlich freuen, wenn diese Veranstaltung auch mit mir in der Kamera euch auch gefallen hat und dann gerne auch da ein Like hinterlassen. Ansonsten gerne auch ein Feedback an FXFED. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Wie gesagt, am Freitag wieder NFB mit Dirk. Ich werde wahrscheinlich vielleicht mal auf YouTube mal vorbeischauen, aber wird mein Kollege Wolfgang dann entsprechend mit Dirk machen. Und bis dahin wünsche ich natürlich wie immer viel Erfolg, passt auf eure Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.